Heute habe ich für euch drei Tricks, wo es den Umgang mit der Tischkreissäge leichter macht. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Proofwood. Heute habe ich für euch drei Tricks, die mir persönlich das Arbeiten mit der Tischkreissäge erleichtert haben. Jeder, der meine Videos schaut, der mich kennt, weiß, ich bin ein Stromer. Nicht so der Übercrack, was das angeht, aber ein Tiftler bin ich. Und meine Lösungen sind nicht immer irgendwie so ganz, sagen wir es anders. Meine Lösungen sind sehr oft recht unkonventionell. Auch nicht irgendwie eine großartige künstlerische Bastelleistung. Bei mir geht es nämlich darum, wenn ich oft schnell irgendwas machen muss und das funktioniert nicht so, wie ich möchte. Da möchte ich gleich eine Lösung. Natürlich kann man dann Lösungen suchen, wie es wunderschön ist und was weiß ich. Das kann man dann auch alles machen. Nur mein Problem ist, ich möchte es dann gleich einmal machen und nicht zuerst drei Tage lang irgendwas basteln, irgendwas. Das kann man dann im Nachhinein sowieso noch machen. Aber eine schnelle Lösung, das ist das, auf was ich jeweils scharf bin. Bleibt an dem Video dran. Erstens ist das ganz interessant und im Anschluss gebe ich bekannt, wer meine Bosch Ständerbohrmaschine gewonnen hat. Jeder, der so eine Tischkreissäge, der handelsüblichen hat, kennt das mit dem Leerraum, mit dem Spalt. Und wenn man dann irgendwo so einen Millimeterstreifen, 2 mm Streifen runter sägen will, so dünne Streifen, dann fliegt es entweder da rein oder ich schieße es weg. Die Lösung war dann eine Zero Clearance, also eine Nullspalt-Einlegeplatte. Ich habe vor kurzem genau dies eben gebraucht, habe aber dann eben keine Lust nicht gehabt, dass ich da stundenlang jetzt eine Stunde, mit einer Stunde ist es nicht abgetan. Da brauchst du erst das richtige Material, T-Bone-Platten oder irgendwas, was du reinmachen kannst. Dann diese Täter mit dem Spaltkeil. Schaut sich mal meine Lösung an. Und nicht auslachen. Zuerst kommt bei mir der Spaltkeil, den sehe ich jetzt da wunderbar. Da tue ich jetzt da genau am Spaltkeil links und rechts einsägen mit einem Cutter. So. Darf ich sagen? Probieren wir es auch gleich einmal. Ganz ein dünner Streifen, absägen, mal schauen, was passiert. Das Ergebnis spricht für mich. Ich meine, das muss an jedem klar sein, dass dies nur eine temporäre Lösung ist. Besser wäre noch gewesen, also ein Panzertape. Also das habe ich aber nicht angeholt. Jetzt habe ich ein ganz normales Klebeband, das ist schon ein wenig stärker. Wenn ich finde, wie das Holster was, dann verlinke ich das unten auch einmal. Für genau die Anwendung, wenn man jetzt schnell irgendwie kurz was runter muss und die Schüsse unten ein, findet das Weltklasse. Ihr setzt natürlich nicht irgendeine richtige Einlegeplatte. Die richtige Einlegeplatte kann man sich aber dann langwierig basteln. Das nächste ist der Winkelanschlag, der Gerlungsanschlag. Bei jedem Maschine irgendwie dabei, bei jedem Maschine heißt es ja, der ist ungenau und so weiter. Das mit der Ungenauigkeit, das finde ich gar nicht so gravierend, weil das kann man sich einstellen. Das ist nicht so schlimm, dass der Winkel und so weiter stimmt. Das kann man auch so messen. Viel schlimmer ist, dass die wackeln wie Sau. Das Problem ist, nicht das Problem, bei mir war das die Lösung.
meiner wackelt gar nicht mehr. Überhaupt gar nicht mehr. Da ist null Spiel. Wie habe ich das gemacht? Deswegen Rückstrahl auch wunderbar. Streng, aber wunderbar. Ich hätte vielleicht ein wenig Silbergleiter hinter. Dann war es noch besser. Ich zeige euch jetzt einmal meine brachiale Methode. Seht ihr die Stelle da? Die Stelle. Das Ganze werde ich da hinten auch noch machen. Und da vorne habe ich das auch gemacht. Was habe ich da? Wie ihr es alle wisst, ich als Elektriker stehe natürlich auf Präzisionswerkzeug. Ich nehme die Unterseiten von dem Ding nicht oben drauf, sondern die Rückseite. Habe das auf dem Schraubstock gelegt und habe da mit so einem Schlosserhammer sauber da einmal, da vorne, links und rechts. Hinten werde ich das dann auch noch machen. Dann habe ich da so ausgebeult. Für das Ganze gab es da natürlich auch so Körner, wo man im Metall das ein bisschen treiben kann. Sowas besitze ich aber leider nicht. Dann habe ich das da reingezogen und dann ist das momentan, war das zu dick, ich habe das gar nicht mehr richtig bewegen können. Ja, dann nehme ich eine kleine Feile. Feilen wir das so lang, bis das da herin wieder wunderbar läuft. Und vor allem, ich kann es nicht mehr bewegen. Das war der zweite. Jetzt kommt der dritte. Wie ich schon so oft gesagt habe, was Holzbearbeitung angeht, kann er mir eigentlich recht gut helfen, aber so der Crack bin ich nicht. Vor allem habe ich aber das Problem, mir fällt irgendwas ein, ich möchte das machen und dann muss ich das wirklich schnell gehen. Jetzt haben wir uns den schon hergerichtet, so dass er passt. Jetzt wird er halt für mich zwei Positionen in jedem Fall gut können und schnell machen können. Einmal die 90 Grad zum Sägeblatt und einmal die 45 Grad zum Sägeblatt. Wie macht es das? Schiebeschlitten und irgendwelche Vorrichtungen, was weiß ich, habe ich aber erstens nicht immer zur Hand. Und vor allem, wenn ich das Ding habe und das funktioniert, warum soll ich das nicht hernehmen? Das Außermessen ist halt oft mal irgendwie ein wenig umständlich. Darum mache ich das folgendermaßen. Das Teil habe ich mir vor kurzem auf meiner Amazon-Wunschliste gewünscht, weil ich das schon an die Rezessionen gelesen habe. Dann habe ich es jetzt kontrolliert mit meinem Hedi-Winkel. Das hat wirklich super sauber 90 Grad, das passt. Und auch der 45 Grad Winkel, auch der passt. Wie mache ich jetzt das? Da lege ich das nur da an, den lockere, dann fahre ich da dran, justiere mir den ein und kann sicher sein, dass das jetzt 90 Grad zum Sägeblatt hat. Mehr erwarte ich jetzt nicht. Dasselbe Spiel mit den 45 Grad, lege ich da dran. Vor allem passt der Winkel von den Abmessungen, wenn ich das Sägeblatt ganz rausfahre, bin ich hinten und vorne nirgendwo auf dem Zahn, sondern auf dem Blatt selber. Da mache ich das wieder locker, dann halte ich das aber da dran. Mit dem fahre ich da dran. Selbst wenn ich da nicht mehr viel Auflagefläche habe, reicht das, um den Winkel perfekt auf die 45 Grad einzustellen. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ich finde dennoch ein Testwert. Ich hoffe, es verzeiht mir das, jetzt seht ihr es da nicht mehr so gut her. Aber ich mag am liebsten mit der Abdeckung arbeiten. Das sieht man. Jetzt probiere ich auch den Winkel, ist ja klar, dass mit dem Winkel perfekt passt. Jetzt probiere ich es aber auch noch mit meinem anderen. Wirklich absolut, das sieht man jetzt da nicht so gut, aber wirklich absolut, absolut passend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde die drei Tipps ganz praktisch. Mit Sicherheit
keine weltbewegende Geschichte, aber für den einen oder anderen bestimmt ganz interessant. Wie gesagt, ist ja nicht jeder der Michael Schumacher unter die Holzheimwerker. Erwähnen möchte ich noch mein Bosch PWD40 hat gewonnen, der Andreas Putz. Ich schreibe den Namen unter ein. Ich hoffe, der Andreas schaut zu. Ich wünsche dir erstens einmal herzlichen Glückwunsch. Du darfst dir aussuchen, ob er das schicken soll. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo du herkommst und so weiter. Ich habe das einfach nur gezogen. Oder ob du zu mir kommen kannst. Da machen wir uns einen Termin aus. Wenn es passt, trinken wir eine Tasse Kaffee oder machen wir eine Brotzeit. Darf mich freuen, war schön. Ich schicke das aber auch. Wenn du das zweite bist, schicke das kein Thema. Das war's wieder von dem Video. Dass das den Mist abonniert hat, brauche ich nicht mehr so. Okay, das Ding, verlinke euch und hat mir viel geholfen. Der Gipfel, mir hat das geholfen und ich habe es aber von euch, von einem von euch geschenkt wird von der Wunschliste. Nochmal herzlichen Dank dafür. Allgemein, ich freue mich so stark, dass ich hin und wieder, ja, relativ viel sogar von meiner Wunschliste kriege. Jetzt steht aktuell auch wieder ein bisschen was rum für ein neues Projekt, da habe ich mir eine super Idee. Eine Kleinigkeit gerade wieder, ein typischer Proofwood Apps Kleins, aber top. Danke, dass ihr zugeschaut habt, bis zum nächsten Mal. Ciao.